Willkommen in Detroit! 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Irgendwie kann man sich schon ein bisschen denken, was passiert, oder? Dass der Irons wahrscheinlich korrupt ist oder irgendwie doch böse, irgendwie. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das rauskommt. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Ich weiß nicht. Wir wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. 4 Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an die Tür. Hey! Das ist brillant. Ich konnte ihn immer noch nicht erreichen. Ihm geht es sicher gut. Sie sagen, dass es gut sicher ist. Du vertraust. Na, Kollege. Rauchen ist hier verboten eigentlich, aber na gut. Nicht vergessen, ein Paket pro Sektor. Hope Security. Ja, ja, am Ende will er nämlich alles regieren und beherrschen und so weiter. Also es würde mich nicht wundern, wenn sowas rauskommt am Ende. Das wäre jetzt keine Überraschung, glaube ich. Auch für andere wahrscheinlich nicht, oder? Naja, wir werden sehen. Aber wie gesagt, bisher finde ich die Solo-Kampagne sehr geil. So wie jedes Jahr eigentlich. Also den Singleplayer kann man immer zocken, finde ich persönlich. Moment, Captain. Scanne auf Isotope. Bitte warten. Oh, das Kitzel. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay. Viel Glück da draußen. Dankeschön. Gideon. Torres, sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit ist eingegeben. In Ordnung. Aufsteigen. Wow, was ist das? Geil. Mit mir synchronisieren. Autopilot aktivieren. Nein, ich will selbst steuern. Bravo 2-1. Der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blau in 5. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Bravo, Ende. Name und Befehlsnummer. Gideon, Befehl 5527. Einen Moment. Vier Agenten auf Bikes wollen rein. Befehlsnummer 5527. Okay, alles in Ordnung. Was sind das denn für laufende Panzer hier, ey? Geil. Prophet, Bravo 2-1. Passierlinie Delta. Wachsam bleiben. Das meine ich. Das sieht so geil aus in der Dunkelheit. So viel hat sich nicht geändert. Ja, ich würde es bei gerne selbst steuern, aber es geht alles automatisch hier gerade. Sammelpunkt direkt vor uns. 12 Uhr. Prophet, Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Mitchell und ich nehmen die nördliche Seite, ihr zwei die südliche. Treffpunkt Bates Street. Verstanden. Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Wir halten die Augen offen. Thank you.
Fahrzeug voraus. Es sollte niemand in diesem Sektor sein. Einsatzvorgabe beachten. Leise bleiben. Jo. Schalldämpfer haben wir ja drauf. Prophet, sind bei Kontrollpunkt Blau. Durchqueren die Schule. Verstanden, wir haben euch. Das hat schon ein ganz geiles Feeling gerade. Eine sehr coole Stimmung. Scheiße. Da war irgendwas. Zivilisten bestimmt. Kacke, ey. Wir sind Leichen. Sieht wie ein Räumtrupp aus. Schutzanzüge fehlen. Schutzanzüge gelten jetzt als Feinde. Verstanden. Wenn die KVA getarnt vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben, als wir dachten. Mitchell, die Tür. Ja, ich bin doch hinter dir, wie gesagt. Das sag ich jedes Mal, ich bin hinter dir, Mann. Alles klar. Irgendwas wird gleich passieren, das ist klar. Einer stürzt jetzt ab. Wahrscheinlich ich. Scheiße. Mitchell, halt durch, ich komm runter. Mist. Versuch die südliche Seite zu erreichen. Treffen uns dort. Fuck. Mitchell, hier ist einiges los. Versteckt bleiben. Wow. Scheiße. Nee, ich kann jetzt nicht vorbei, jetzt nicht. So, das hätten wir. Kontrollpunkt, immer sehr gut. Unsere Waffe ist weg, oder wie? Was ist mit denen denn plötzlich los? Oh, fuck.
gerade hat übel der Controller vibriert. Aber ihr habt ja gehört, warum. Irgendwas ist an uns vorbeigefahren. Zieht euch das mal rein, also... Ich sag's immer wieder, aber mir gefällt die Optik wirklich sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Ist man in den letzten Jahren einfach nicht mehr so von Call of Duty gewohnt. Es sah nie so richtig schlecht aus. Aber es war einfach nicht mehr zeitgemäß, besonders auf den alten Konsolen, fand ich. Falscher Knopf! Oh, okay. Doch noch irgendwie gerettet. Ist der Typ Bauer, Alter. Jack Bauer oder was war das? Na, er hätte sich wohl nicht so leicht umbringen lassen. Vor allem, wenn er den Überraschungsmoment auf seiner Seite hat. Patrouille voraus. Wir müssen uns beeilen. Bereite dich vor, sie anzugreifen. Sackern. Zu langsam. Es kommen mehr. Los jetzt! Ich hab doch zugeschlagen, Mann! What the fuck? What the f... Das ist doch scheiße, ist es doch, Alter! Was ist das denn? Ich war nicht mal richtig angeschlagen von dem Drecks-Pissköter hier in den Spielen. Nerven die ultra hart. Und dann geh ich schon down, oder wie? Dreck, ey. Aber egal. Ich fang ja hier nochmal an. Stirb, ey.